Wir haben jetzt Clemens Becker bei uns im Interview und Sie haben gerade bei uns den Vortrag über Ihre Forschung als Sturzforscher gehalten. Und am besten beschreiben Sie einfach mal, über was Sie forschen, was Sie daran reizt und wie Sie die Sturzforschung in Zukunft erwarten oder was man erwarten kann. Ja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Sturz. Das ist super spannend, weil es natürlich hunderte von unterschiedlichen Ursachen gibt. Und wir fragen natürlich, was bedeutet das fürs Gesundheitswesen, was bedeutet das für die Krankenhäuser? Und wir sehen zu dem Thema gerade heute, dass die Verletzungen der Wirbelsäule immer häufiger werden in Deutschland, aber auch in vielen anderen reicheren Ländern. Und deswegen ist das Thema super wichtig, dass man das möglichst gut im Krankenhaus versorgt, aber auch über Prävention und Rehabilitation die Leute davor und danach möglichst gut betreut. Richtet sich Ihre Forschung überwiegend an ältere Patienten und Patientinnen oder ab welchem Alter beschäftigen Sie sich damit? Ja, wir interessieren uns eigentlich so für alle Stürze im Alterungsprozess. Das können manchmal auch Leute sein, die noch arbeiten, aber natürlich auch für Menschen, die eben 80, 90 Jahre alt sind. Es ist so, dass die Verletzungen mit dem Alter immer häufiger werden. Das betrifft die Wirbelsäule, aber es betrifft auch andere Teile des Körpers. Inzwischen ist es so, dass ungefähr 500.000 Menschen im Krankenhaus wegen solcher Verletzungen aufgenommen werden. Also es ist zum Beispiel häufiger als Schlaganfall und viele Dinge, die so im öffentlichen Raum als besonders wichtig erachtet wird. Also ein großes Thema und noch mehr ein Zukunftsthema. Und wie lange forschen Sie schon insgesamt daran? Ja, ich arbeite eigentlich seit ungefähr 1995 an dem Thema. Als ich in der Unfallchirurgie als Altersmediziner ursprünglich angefangen habe zu arbeiten, waren einfach viele Menschen auch dabei, die nicht mehr richtig auf die Beine gekommen sind. Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, also wie können wir von vornherein die Verletzung verhindern, weil manche dieser Menschen kommen einfach nicht mehr danach gut zurecht. Und das Ideale ist natürlich die Primärprävention. Aber wie gesagt, wenn es dazu kommt, dann muss man eben super therapieren, trainieren und auch wieder gucken, dass die Leute zu Hause zurechtkommen. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie älteren Menschen quasi einen Personal Trainer empfehlen. Das ist anscheinend in Amerika gang und gäbe. Welchen Effekt würde das quasi auf die Sturzforschung haben, wenn das in Deutschland so etabliert wäre wie in Amerika beispielsweise? Ich denke, dass der Personal Trainer den riesen Vorteil hat, dass er in der Regel auch mehr Zeit hat. Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, ähnlich wie beim Musikunterricht, dass man dann einmal in der Woche mit jemand entsprechend trainiert, dass die Muskulatur, die Balance, diese Dinge eben im Vordergrund stehen. Und wir haben einfach zu wenig Physiotherapeuten. Und das andere ist, dass die meisten der persönlichen Trainer aus dem Sport- und Leistungsbereich kommen und deswegen wirklich auch daran interessiert sind, dass die Leute nicht nur gut, sondern auch sehr gut eben entsprechend versorgt werden und möglichst viel erreichen können. Ja, vielen Dank für das Interview und danke, dass Sie da waren. Gerne.